Guten Morgen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Online-Konferenz Rekonstruktion der Welt. Das ist Thomas Seibert, haben Sie vielleicht schon kennengelernt oder ihr, wenn ihr uns verfolgt habt die letzten zwei Tage. Mein Name ist Katja Maurer. Wir wollten, bevor das Ganze beginnt, einen kleinen Blick hinter die Kulissen dieser Konferenz werfen. Weil wir als Internetnutzer und Online-Verbundene ja nur immer glauben, wir müssen unseren Computer anmachen und schon sind wir in irgendwelchen virtuellen Räumen. So einfach ist es hier doch nicht. Wir haben wochenlang daran gebastelt, wie so etwas halbwegs reibungslos funktionieren kann. Deshalb zeigen wir euch hier die Kommandobrücke. Ihr seht viele Verkabelungen, Kollegen von Medico und Kollegen der Firma, die uns das alles ermöglicht hat. Und das war ein großes Stück Arbeit, was man auch an den Kabeln erkennen kann. Wir gehen jetzt in das Studio, weil wir uns dachten, wir machen ein Studio, damit wir ein besseres Bild haben. Aber zu unserer Überraschung und weil die Kollegen so gut gearbeitet haben, funktioniert alles viel, viel besser, als wir dachten. So, alle Lante. So. Hier seht ihr die Kameras im Studio. Und wenn wir uns hinsetzen, dürfen wir auch unsere Masken abnehmen. Und können mal eine kurze Zwischenbilanz ziehen. Oh, da. So, Thomas, gib uns eine kurze Zwischenbilanz und ich ergänze. Ja, also wir sind ja jetzt vor dem letzten... Oh, das durfte ich nicht machen. Hoffentlich ist mein Mikro noch dran. Ja, mach. Ist noch dran. Sie würden sich melden. Wir sind jetzt vor dem letzten Tag der Konferenz. Zwei Tage liegen hinter uns. Zumindest nach meinem Gefühl ist es uns wirklich gut gelungen, so die Aufgabe, der Aufgabe gerecht zu werden, die wir uns gestellt haben, nämlich einerseits zu versuchen, uns gemeinsam zu verständigen, was ist eigentlich die Lage der Welt, in der wir uns befinden und wie können wir diese Lage der Welt eigentlich ändern. Das ist in allen Vorträgen Thema gewesen, das ist in allen Foren Thema gewesen. Das ist in besonderer Weise auch in den Chats immer Thema gewesen. Das ist viel besser gelaufen, als wir das uns gedacht haben. Und jetzt sagst du, was dein Highlight war. Ja, also mein Highlight war, neben der Tatsache, dass ich natürlich Ulrike Herrmann, Rita Segato und Eva Redeker einfach eine wunderbare Kombination fand, auch Frauen, die sprechen, und wir haben gar nicht vorher ausgemacht, das muss ein Quotenanteil an Frauen sein, sondern das hat sich ganz natürlich ergeben. Aber das Wichtigste war mir vielleicht, was Musat Changari gesagt hat und vielleicht nicht alle ganz mitbekommen haben. Der hat nämlich gesagt, wir wollen komplett etwas anderes. Wenn das jemand aus Niger sagt, der eigentlich in einer sehr verzweifelten Situation ist, dann finde ich, muss man das noch mal zur Kenntnis nehmen, dass das ein Auftrag ist, den wir hier vielleicht noch ein Stück weit konkretisieren müssen. Genau. Und das hat tatsächlich sehr gut gepasst, zusammengepasst mit dem Forum, das sich dann angeschlossen hat, dem Forum von Rita Segato und Eva von Redeker, weil sie eigentlich genau diesen Punkt, was bedeutet das eigentlich, in verzweifelter Situation zu sagen, ich will aber, dass alles anders wird. Ich will nicht einfach nur, dass man mir ein Butterbrot gibt, damit ich über die Runden komme. Ich möchte, dass alles anders wird. Und das war dann auf dem letzten Forum ja ausdrücklich Thema in allen Dimensionen, die dieses wirklich schwere Problem ja hat, weil Rita Segato einmal gesagt hat, ganz grundsätzlich, die Verzweiflung, in der wir uns befinden, hat auch damit zu tun, dass wir endliche Wesen sind und dass die Macht, die uns ständig nachsetzt, die uns ständig bedrängt, ihre Logik eigentlich in der patriarchalen Logik hat, Tod und Endlichkeit verdrängen zu müssen. Und die Diskussion war deswegen so besonders, weil sie das Ganze dann gedreht hat, dahin, dass sie eben eigentlich erläutert hat, was Musat Changari gesagt hat. Wir sind auf der einen Seite Leute, die sich in einer verzweifelten Situation befinden und gleichzeitig sind wir Leute, die sich a. damit nicht abfinden und b. verlangen, dass alles anders wird, gerade aus dieser Verzweiflung raus. Diese Wendung fand ich eigentlich ganz toll.
Da gab es ja auch die Idee, der Projekt, dass wir in einer Welt der Projekt der Dinge leben. Rita hatte auch eine ziemlich massive Kritik an den an diesem ganzen Digitalisieren und an dem Verschwinden der Körper in der Zweidimensionalität. Tatsächlich müssen wir aber sagen, dass wir mit der Konferenz auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Wir finden, die Diskussionen sind so spannend wie selten auf einer Live-Konferenz, weil offenbar doch diese Form dazu zwingt, wirklich nachzudenken. Gleichzeitig können sich die Leute austauschen. Es gibt also sehr, sehr viel im Hintergrund, auch unter den Referentinnen. Es entstehen doch Verbindungen, das konnten wir uns so nicht denken. Aber wir erleben das jetzt und sind gespannt, wie das weitergeht. Wir sind aber auch Opfer dieser Welt der Dinge. Wenn Sie jetzt was nachsehen wollen auf YouTube, dann können Sie das leider vorerst nicht. Wir sind nämlich blockiert worden von YouTube aus irgendeinem minimalen Grund. Und das ist nicht irgendwer, sondern das ist die Sache, Algorithmus, der uns rausgeschmissen hat. Und wir können auch nicht anrufen, sondern es gibt nur eine Faxnummer und eine Postadresse in Irland. Also da müssen wir jetzt ein bisschen basteln, bis die Vorträge auf YouTube wieder zugänglich sein werden. Aber das wird uns gelingen. Und jetzt, Thomas, sag uns bitte, wie es heute noch weiter und zu Ende geht. Wir haben heute, also alle 5 Vorträge, die wir gehört haben werden, haben ja einerseits die Lage dieser Welt als einer kapitalistischen Welt zum Thema und sie haben zum Thema, diese Welt zu verändern und eine andere Welt zu gewinnen. Und die ersten 3 Vorträge, die wir gehört haben, haben ihren Akzent auf die Beschreibung der Welt gelegt, haben natürlich auch schon von der Veränderung der Welt gesprochen. Aber heute wird der Akzent sich noch mal drehen. Susan Buck-Morse und Achim Mbembe werden den Akzent legen von der Beschreibung der Welt auf die Veränderung der Welt. Und dann wird es noch den Vortrag von Thomas Gebauer geben und schließlich das Abschlusspodium, auf dem sozusagen das, was wir uns vorgenommen haben, noch mal auf die konkreten Kämpfe bezogen werden wird, in denen wir alle ja, jede und jeder für sich stecken. Dann übergeben wir das Wort jetzt an Eva Wuchold von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die zu den Mitveranstaltern dieser Konferenz gehört, die ja nicht alleine von Medico gemacht wird.